Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Und da hinten fährt der Action Andy. Yeah, der Action Andy ist auch am Start. Ja, heute sind wir wieder Gülden. Lange nicht mehr gespielt. Sind noch ein bisschen am Sound am rumbasteln. Irgendwas ist ja immer, ihr kennt das bei mir. Und wir haben die Nacht vorgespult, das Getreide ist reif geworden über Nacht. Wir haben Silageballen verkauft an der BGA. Das hat ein bisschen Geld gebracht und jetzt mähe ich hier ein bisschen neues Gras, damit wir wieder neue Silageballen machen können. Action Andy ist am Dreschen und am Korn abfahren. Der macht hier wieder zwei Jobs auf einmal, der Junge. Ja, ja. Da haben wir auch noch die Helfer mit dabei. Ja, Helfer Hugo ist auch am Start, wie immer. Was wollte ich sagen? Ach, wir sparen auf einen größeren Schlepper, damit wir mit Frontmähwerk und Heckmähwerk gleichzeitig mähen können. Ja, ansonsten mehr Kühe und Schulden abbauen, ne? Das sind so die Ziele, die so anstehen quasi. Ja, ich würde sagen, wir bunkern das Getreide erstmal wieder, ne? Ja, bis wir alles ab. Ja, genau. Gedrescht haben. Und dann alles gleichzeitig verkaufen. Wo bist du denn? Ach, da hinten, ja, ich sehe dich. Ich fahre hier hinten rum. Das ist eigentlich ein schönes, langes Feld. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist ganz angenehm zum Dreschen, ja. Ja, ja. Ja, was hast du nochmal gesagt? Was kostet das Feld 23? Mehr als ein Schlepper, ne? 129.000 oder sowas. Eieieiei. Aber wenn wir erstmal so ein Feld haben, dann geht's auch schneller alles. Obwohl, dann brauchst du schon bald hier eine, oder eine zweite Sämaschine. Das hatten wir auch schon mal überlegt, ne? Ob wir mit zwei Sämaschinen drauf rumtouren. Zweite Sämaschine oder größere Sämaschine? Ja, ich denke, am Anfang sind zwei Sämaschinen billiger, weil wir auch nur die kleinen Schlepper haben, ne? Richtig, dann können wir eine hinter den Ultramap klemmen und eine hinter die Mücke. Ja, genau. Hört sich nach einem Plan an, gefällt mir. Und wir brauchen auf jeden Fall einen anderen Schlepper, dass wir mit zwei Mähwerken mähen können hier. Genau. Die Mücke schafft es ja nicht. Die Mücke ist etwas schwach auf der Brust, das stimmt. Der bleibt stumm stehen, der bewegt sich nicht einen Meter. Ja, wenn du das eine Heckmähwerk vorne ranhängst, dann steht der auch auf der Vorderreifen. Ach, da so. Männchen. Ah, ne, Männchen ist andersrum. Kerze ist es dann. Einmal kurz geschlafen und dann ist der Tank schon voll. Aber diesmal brauchen wir nicht so oft wegfahren vom Feld, weil wir haben ja zwei Hänger. Ja, wir haben uns den zweiten Anhänger gegönnt letzte Mal. Ist lange her. Boah, wie lange? Wann war das denn? Wann war letzte Woche Dienstag und das letzte Mal gespielt? Oder Montag. Montag war denn? Ich glaube, am Montag. Okay. Also eine Woche. Ja, ja, ich hatte hier ein bisschen Action. Ich habe immer noch ein bisschen Action. Sehe ich gerade. Ich muss ab und zu. Das Laptop für die Kinder ist immer noch nicht am Start. Das will immer noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber mein neues Laptop kommt. Ich habe mir eins bestellt. Das habe ich wahrscheinlich Freitag. Siehst du, das ist doch mal gar nicht verkehrt. Ja. Also es kommt Donnerstag, aber da ich ja Donnerstag arbeiten bin, kann ich es mir dann Freitag bei der Post abholen, nach der Arbeit. Wie das halt immer so ist, ne? Genau. Von nichts kommt nichts, oder wie war das? Ja. Ja, aber ich krieg das Laptop für die Kinder nicht am Start hier. Ich weiß auch nicht, was das hat. Jetzt habe ich in irgendeinem Forum gelesen, man soll einfach mal laufen lassen. Es dauert, bis er die Windows-Updates sieht. Lass mich mal überraschen. Ich lasse es heute mal den ganzen Tag laufen, mal gucken, ob er dann irgendwann ein paar Updates findet. Ja.
Dann können die Kinder damit schön, was weiß ich, da ein bisschen Word machen und ein bisschen Internet machen. Dann braucht die nicht mit meinem guten Laptop rumspielen. Besser nicht. Ja, echt, als ich das gesehen habe, ich meine, ich habe noch ein HP Elitebook. Das war halt mein, also davor mein Laptop. Und gut, das benutzen wir jetzt alle, das fliegt halt immer im Wohnzimmer rum. Und die morgens, die kurze, die waren am Fernsehen gucken und daneben bei war sie irgendwie was am Schreiben auf Word und wollte sich was trinken und legt dann das Laptop ganz locker auf die Sofalehne drauf, so halb kippelnd. Ich so, was machst du da? Ja, völlig schmerzfrei, ne? Überhaupt kein Bezug zu, wie wertvoll so ein Ding ist, ne? Ja. Ich meine, das ist selbst gebraucht noch 700 Euro wert jetzt, ne? Ja. Das ist schon, naja, deswegen, die kriegen hier so ein anderes, das können sie manchmal von der Sofalehne runterschmeißen, das stört mich dann nicht. Ja, und wenn der Monitor mal kaputt geht, dann kann man den ja austauschen. Beim Laptop? Ja. Ach, das lohnt sich doch nicht, oder? Lohnt sich das? Also ich hatte mal ein Netbook, das sind ja die ganz kleinen Dinger, da habe ich Verkehrsunfall mit gehabt, also da saß halt auf dem Beifahrersitz, hat Musik gespielt, weil ich kein Radio hatte. Okay. Dann war der halt einmal so zusammengeknickt um 90 Grad. Da habe ich für 40 Euro einen neuen Monitor reingemacht und das lief einwandfrei wieder. Okay, okay. Reparaturmäßig, also wenn man das hätte machen lassen irgendwo anders, hätte das bestimmt um die 100, 120 Euro gekostet oder so. Ach ja. Aber das geht eigentlich ganz einfach bei denen. Vorsichtig da rausfummeln, den alten Kram. Stecker vorsichtig abziehen und dann geht das. Ach ja, lass uns mal überraschen, wie das hier so wird. Noch habe ich das Neue ja auch nicht. Das Neue müssen wir auch erstmal einrichten, bis das alles läuft und so. Gespannt. Dann gehen die Einstellungen wieder von vorne los. Alles wieder neu einstellen, oh nein. Beim alten Laptop erst die richtigen Einstellungen gefunden und dann. Ja, so also auch noch nicht so richtig, aber so halb, ja. Und dann. Naja. Ja, gut, aber ich brauchte einfach mehr Leistung. Ich habe jetzt wesentlich mehr Leistung. Und es. Ich hoffe, dass ich danach aufnehmen kann und hochladen kann gleichzeitig. Weil das hat das. Also dieses Laptop hier macht das nicht. Das, also geht schon, aber. Dann ist der Lüfter so laut, das ist ja Wahnsinn, das ist ja, das tut einem richtig leid, dann das Laptop, wenn er aufnehmen muss und gleichzeitig hochladen soll. Ja. Dann, nee, das ist auf Dauer, glaube ich, auch nicht gut. So 80%, dann wollen wir mal leer machen. Natürlich wieder die falsche Seite, oder? Ja, ja. Ist immer die falsche Seite. Immer die falsche Seite. Ich mähe hier sehr interessante Muster. Also ordentlich mähen geht anders. Das wollen wir schon mal ganz klar festhalten. So. Aber es ist doch recht angenehm, wenn man sich beim Zocken so ein bisschen unterhalten kann. Ja, oh, also der Philipp möchte zu uns. Sollen wir den Philipp mal reinlassen? Ja, dann lassen wir den Philipp rein. Ja, okay, dann. Gucken wir mal, ob der Philipp zu uns findet und wie viele Sekunden er bleibt. Genau. Wir hatten ja schon mal Besuch hier auf der Map. Das hat so gerade für ein Hallo gereicht. Also ich muss sagen, das ist echt angenehm mit zwei Tanks, weil. Also mit zwei Hängern, weil dann. Der erste ist voll und dann kannst du den zweiten noch beladen. Ja, 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 klar. Das wird nachher beim Wegbringen auch auf jeden Fall ein Vorteil, also wenn wir das Korn verkaufen nachher. Ja, da brauche ich einen etwas stärkeren Trecker, als den ich jetzt habe. Der Oldtimer schafft das nicht? Der Oldtimer ist der stärkste Trecker. Der Oldtimer ist gerade der stärkste Trecker. Oha. Ja, der Oldtimer ist der stärkste Trecker. Er ist nicht der schnellste, aber der stärkste. Also er schafft den einen vollen schon jetzt gerade. Der andere, habe ich jetzt gerade erst angefangen, aber jetzt steht mein Spiel gerade. Ja, der Philipp möchte gerade zu uns kommen.
Ich finde die Anzeige immer so gut, das ist 10% und gleich geht es bei 80% weiter. Und dann ist er da. Ja, genau. Das ist immer sehr, sehr interessant, die Anzeige. Sagst du Hallo dann? Das kann ich gerne tun. Sehr gut. Oh, oh. So, da ist er doch schon. Also ich habe jetzt schon mal Hallo geschrieben. Ja, ich habe es gesehen. Er seppt jetzt gerade zwischen den Fahrzeugen rum. Upp, hatte. Okay, das was? War ein kurzer Auftritt. Auch. Was? Vier Fahrzeuge nur? Was soll das? Das ist unglaublich. Naja, okay. Also, Philipp betritt den Server. Hallo? Server verlassen und dann kamst du. Nicht schlecht, okay. Naja, wie gesagt, ich hatte das einmal gehabt, der hat auch nicht mal Hallo gesagt, der kam auf die Map drauf und das erste, was er sagte, ich habe hier mal den Baum gefällt. Das waren aber Sekunden, waren das, ne? Ja. Das ist unglaublich bei manchen Leuten. Ich habe hier mal den Baum gefällt. Ja, danke auch. Gut, dass wir vorher drüber gesprochen haben. Ja gut, das kann hier aber keine, du hast ja keine Kettensäge. Noch nicht. Nee, das unterlass auch, Mann. Nicht, dass irgendjemand mit seinen drolligen 5 Minuten hier raufkommt und dann erstmal anfängt, wild Bäume zu fällen. Ja, blöd ist dann, wenn man dann lange nicht gespeichert hatte. Oh, hatte ich jetzt auch nicht gemacht. Beim nächsten, der kommt, der speichere ich vorher. Und dann ist ja egal, was er macht. Es sei denn gut, wir merken es nicht. So wie bei dir einmal, der dir da ein hübsches Muster im Feld hinterlassen hatte, was keiner sehen wollte. Ja, genau. Und sowas brauche ich auch nicht. Kann ich auch gerne drauf verzichten. Ich hatte gestern übrigens auch eine Map gefunden, wo sowas hinterlassen worden ist. Ja, da freut man sich doch, oder? Ich habe dann einfach mal die Sämaschine genommen und dann da mit Rasen ein paar Mal durchgefahren. Okay. Damit das Muster wenigstens unkenntlich ist. War leider kein Admin da. Ach ja, das ist immer das Problem. Wenn ich so nach offenen Servern gucke, also nach offenen Spielen, dann gucke ich auch immer als erstes, ob Admin da ist. Und wenn kein Admin da ist, gehe ich sofort wieder. Ich hatte halt so geguckt, oh, was wurde denn so gesehen, wo wurde was gesehen und dann, nee, das kannst du so nicht lassen. Das kannst du mit deinem Gewissen nicht vereinbaren. Ja. Auch wenn es eigentlich nicht mein Problem gewesen wäre. Ja, aber man muss ja seine Umwelt auch sauber halten, ne? Das gehört ja dazu, oder nicht? Dann bin ich da ein paar Mal durchgefahren mit der Sämaschine, dann sah das sehr interessant aus. Aber es war unkenntlich. Ja. Und heute war ich dann auf dem Server nochmal drauf, da hatte das dann der Admin wohl wieder resettet. Ja, ich schätze, die speichern auch immer ihren Spielstand, wenn sie den Server verlassen. Und wenn die wiederkommen, machen die halt genau da weiter, wo sie gegangen sind, und alles, was dazwischen war, ist dann halt weg, ne? Ja. Server, ich glaube, Tom, der hatte auch mal einen Server. Im 13er, glaube ich, hatte der einen eigenen Server. Aber ich finde, man braucht nicht unbedingt einen. Nö. Weil ich habe das eh selten. Ja, wir haben das ja auch, teilweise haben wir das ja auch gehabt, dann muss man irgendwann arbeiten gehen und dann ist natürlich doof, wenn man dann die anderen quasi vom Server runterschmeißen muss, weil man selber Host ist, ne? Dann ist natürlich doof, wenn man sagt, so, ja, ich muss jetzt ins Bett, ne, tschüss, ne? Dann ist so ein Server besser, aber wir haben das auch gehabt schon, ja gut, dann haben da welche die halbe Nacht gearbeitet und du kommst am nächsten Tag von der Arbeit und du weißt nichts, ne? Du findest keine Ballen wieder, du weißt nicht, wo die Ballen gestapelt haben und das ist schon komisch dann auch, ne? Ja. Ich finde es angenehmer, wenn alle gleichzeitig den Server connecten und dann alle gleichzeitig spielen und oder halt alle gleichzeitig gehen wieder. Ne? Gut, wenn einer mal später kommt oder so, das gibt's immer mal. Ne?
Hey, du warst doch noch nicht ganz leer. Das kannst du mir nicht erzählen. Wie, fährt er einfach los, oder was? Ich habe gerade mal den Helfer angemacht, weil ich den Hänger wegbringen wollte. Und dann ist der einfach dann noch losgefahren, wo ich gedacht habe, hey. Muss ja den Hugo nach Feierabend mal in unser Büro bitten und ihm sagen, dass das so nicht geht. Auch wenn er in der Gewerkschaft ist, er muss sich hier an gewisse Regeln halten. Ist ganz gut voll, ich fahre den dann erstmal leer machen. Ja. Oh, der Oldtimer schafft das aber ganz gut. Ja, wie gesagt, also einen stärkeren Schlepper haben wir nicht. Wir können ja, bevor wir zum Verkaufen fahren, mal einmal den New Holland ausprobieren. So probehalber, was der dazu sagt, wenn er zwei Hänger mit Korn ziehen muss. Da wärst du jetzt gerade hier in der Nähe gewesen, hätte ich gesagt, ja, dann spann den da mal vor und dann gucken wir mal. Ja, das können wir immer noch machen, ist ja kein Problem. Er schafft sogar seine 30, der Oldtimer. Naja, der hat richtig Dampf. Ich weiß nicht wie viel, aber es ist ordentlich, was der hat. Ich glaube, der hat 117 PS oder was. Ja, das geht doch schon mal. Ne, 121 hat er sogar. Guck. Ach ja, wir müssen eh Heu machen, ne? Genau, sonst können wir ja nicht wickeln. Wenn ich jetzt hier fertig bin mit Mähen, mache ich dann direkt alles zu Heu und dann schon mal ein paar Heuballen, ne? Ja, wir denken aber dran, dass wir auch noch die Strohballen machen wollen, ne? Ach so. Ja, gut. Ich hoffe... Nicht wieder alles an Stroh verscheuern. Ja, aber so viele Strohballen brauchen die 10 Kühe ja nicht. Jo, wir brauchen dann ein bisschen was zum Einstreuen, das ist nicht viel, was die Kühe brauchen. Und den Rest können wir im Ladewagen... Kannst du das auch zum Futter zu mischen? Ja, genau, dafür brauchen wir auch, genau. Ein Ballen pro Mischer voll. Aber ich schätze, wenn die Kühe einen Mischer voll haben, dann sind die auch satt. Ja. Vorübergehend. Ja, die nehmen ja dann, was weiß ich, ich glaube, 6 Tage oder was, ne? Können die, ne? Irgendwas wird doch da mal angezeigt. Das weiß ich so leider nicht. So. Die Hänger sind wieder leer. Ich bin gerade auf dem Rückweg, also ich fahre wieder Richtung Hof. Also ich muss sagen, das sieht echt interessant aus mit den Hängern, wie die angehängt sind. Wieso? Passt das mit dem Zug mal nicht, oder was? Ja, weil der eine so ein bisschen tief hängt. Ach so, ja okay. Das ist im Real Life auch manchmal so. Eigentlich macht man das ja auch nicht, aber... Also eigentlich... hängt man keine zwei Kipper aneinander, weil das ganze Gewicht ja dann auf die Hinterachse von dem anderen Hänger drauf geht. Ne? Oh. Normalerweise hängt man dann einen Drehschemelanhänger da dran, aber den haben wir ja noch nicht. Oder haben wir schon? Ne, haben wir noch nicht. Ne? Der war teuer auch, ne? Ich glaube 21.000 oder was. Ah, irgendwie sowas, ja. 24 sogar. Oh ja. Ja, das dauert noch ein bisschen. Wir sparen erstmal auf den Schlepper. So. Wo ist denn mein Drescher hier unterwegs? Wo ist denn der? Der Setter, der ist. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ja. Ist schon gedacht. So. Dann parken wir dich mal hier. Und dann springen wir mal auf den fahrenden Drescher drauf. Ah, die Map, die wehrt sich ganz schön, aber mittlerweile geht's schon, ne? Ich weiß noch, als wir ganz frisch angefangen sind, da ging ja gar nichts, ne? Da hat man sich über 1000 Euro beim Strohverkaufen gefreut. Ja. Mittlerweile geht's ja schon. Letztes Mal hast du dich noch geärgert wegen weniger Geld bei den Silageballen. Ja, ein bisschen, ja, ist halt so, ne? So. Sind jetzt eigentlich alle weg, oder? Silageballen sind alle weg, ja. Die habe ich die Nacht über verkauft. Wir haben jetzt 35.000 Chipse. Und kannst du wieder den Drescher abtanken? Die 20 Minuten sind jetzt gleich voll, das heißt, wir müssen uns von YouTube verabschieden. Dann mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ja, Diego sagt auch Ciao YouTube.